Wenn dir das einer geschickt hat, dann musst du unbedingt Wein anbauen, weil es gibt nichts anderes, um seine Freunde zu beeindrucken. Also werden wir heute Hobbywinzer. Und vielleicht schaut es dann bei dir auch bald so aus. Ja, du kannst auch Hobbywinzer werden. Alles, was du dazu brauchst, ist dieses Buch. Werde Hobbywinzer. Schreib dich nicht ab. Lern lesen und lies alles, wie man Wein macht. Also fangen am besten heute noch an. Die ideale Pflanzzeit ist im April, Mai. Bestell gleich heute noch ein paar Rebsetzlinge für ein paar Euro. 2 Liter kannst du pro Rebstock machen.